Vater gegen Stiefvater. Es ist ein wahrer Justizkrimi, der sich derzeit in Frankreich abspielt. Der deutsche Arzt Dieter K. soll vor fast 30 Jahren seine Stieftochter Kalinka getötet haben. Kalinkas leiblicher Vater, André Bamberski, ließ K. deshalb vor anderthalb Jahren nach Frankreich entführen, damit dem Deutschen dort der Prozess gemacht wird. Ich kann nicht sagen, dass ich optimistisch bin, da ich immer sehr objektiv und vorsichtig bin. Für mich ist es quasi sicher, dass er verurteilt werden wird. Doch nicht nur wegen der Entführung halten die Verteidiger von K. das Verfahren für unrechtmäßig, denn er stand bereits in Deutschland vor Gericht. Dort kam die Justiz in letzter Instanz zu dem Schluss, dass es keinen Zusammenhang gab zwischen einer Spritze, die der Arzt dem Mädchen verabreichte, und dem Tod der 14-Jährigen. Die Anwälte von K. berufen sich auf den europaweiten Rechtsgrundsatz, dass niemand ein zweites Mal für die gleiche Tat vor Gericht belangt werden darf. Ein Mann kann nicht in einem Land unschuldig sein und in einem anderen Land angeklagt werden. Es geht um Deutschland, nicht den Sudan. Doch das Pariser Schwurgericht lehnt die Anträge der Verteidigung ab, ein europäisches Gericht über die Zulässigkeit des Prozesses entscheiden zu lassen. Das Verfahren in Paris geht also weiter. Die Geschworenen von seiner Unschuld zu überzeugen, dürfte für den deutschen Arzt dabei schwierig werden. Denn mehrere Jahre nach Kalinkas Tod fiel der Mediziner in einem anderen Missbrauchsfall auf. Damals wurde er für schuldig befunden, eine 16-jährige Patientin betäubt und vergewaltigt zu haben. Er kam mit 2 Jahren Haft auf Bewährung vergleichsweise glimpflich davon. Für Kalinkas Vater Bamberski ist es wichtig, dass der Prozess nun stattfindet. Heute denke ich, dass Kalinka mehr verdient gehabt hätte, als ich für sie tun konnte. Qu'elle mérite beaucoup plus que tout ce que j'ai pu faire pour elle. Das Verfahren gegen K. soll noch bis Freitag kommender Woche dauern. Der Deutsche bestreitet seine Schuld am Tod von Kalinka. Er habe seine Stieftochter weder missbraucht noch umgebracht, sagt er vor Gericht aus. Voraussichtlich nächstes Jahr muss sich dann Vater Bamberski selbst vor Gericht verantworten, wegen der Entführung des mutmaßlichen Mörders seiner Tochter.